einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Dienstag und ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Vlog. Ich habe eben die Haare gewaschen. Ich habe ja damit geschlafen mit der Maske. Tja, das war nicht so angenehm. Ich bin in meinem Schlafzimmer oben. Ich habe eben schon wieder das Video angefangen mit so. Eben im Schnitt hat mich das so wahnsinnig aufgeregt, aber man gewöhnt sich halt immer so dran, ne? Also ich hatte eben zu tun. Wieder. Heute Morgen hat mein Mann mir Bescheid gesagt, dass er eine E-Mail bekommen hat, dass die Telekom, da haben wir hier unseren Anschluss über Telekom, dass wir, dass die eine Mahnung geschrieben haben. Also, dass wir 28 Euro zu wenig gezahlt hätten. Habe ich gesagt, ich bezahle seit anderthalb Jahren, wohne jetzt hier fast zwei Jahre, anderthalb Jahre, jeden Monat per Dauerauftrag. Also da kann gar nichts nicht überwiesen worden sein. Und es kann auch keinen Rückstand geben, weil wir telefonieren hier nicht. Also wir haben zwar Festnetz, aber den benutzen wir nicht. Wir faxen nicht, wir telefonieren nicht. Wir haben nur Internet hier laufen. Also es kann gar nichts in irgendeiner Art und Weise nicht mit rechten Dingen zugesagt, beziehungsweise kann es keine Mahnung oder ähnliches vonstatten. Geht gar nicht. Ja, ich habe mir die Rechnung angeguckt. Überall steht 28 Euro fehlt. Ne? Ist angemahnt. Und auch der neue Beitrag. Und der neue Beitrag ist irgendwie 56 irgendwas. Hä? Habe ich gedacht, ich habe sonst immer 43 gehabt. Das kann doch gar nicht sein. Also ich bezahle seit anderthalb Jahren hier immer 43 Euro per Dauerauftrag. So, und dann habe ich mir überlegt, das ist doch völlig unmöglich. Wie kann das sein? Da habe ich auch keinen Bock gehabt, da anzurufen, ne? Weil du hängst ja ewig in dieser Kackschleife drin. Und ich wusste jetzt auch nicht, wie, ich muss mich hier mal hinsetzen, ich wusste auch nicht, inwieweit die da irgendwie noch Gebühren draufschlagen. Weil letztes Mal, wo haben wir denn da angerufen mit Emmel? Da haben wir, oder mit meiner Tochter, da haben wir auch irgendwo angerufen. Das war auch, meine ich, irgendwas mit Telefon. Ich weiß aber nicht, Telekom sicher nicht. Und da hat das pro Minute 2 Euro gekostet. Und da habe ich nochmal schnell geguckt, hat gesagt, sag mal, leg sofort auf, das ist 2 Euro pro Minute. Und oder anderthalb, ich weiß nicht, also 1,50, ich weiß nicht, war jedenfalls wahnsinnig teuer. Haben wir sofort aufgelegt, ne? Aber ich sag's dir, und dann, ich rufe da immer ungern an. Ich habe dann aber mir in die Mails reingeguckt und bin da nicht draus schlau geworden. Ich hatte jetzt auch keinen Bock, jede einzelne Rechnung mir anzugucken. Ich habe sowieso wahnsinnig Kopfschmerzen. Ich dachte, ich rufe da jetzt an, ne? Dann habe ich angerufen, da war auch ein sehr netter Mann dran, hat mir das dann erklärt. Erst musste auch erstmal schnallen, woran es gelegen hat, weil erstmal 43 Euro oder irgendwas war richtig, oder 46, weiß jetzt nicht. Aber inzwischen ist es tatsächlich 10 Euro mehr. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Am Anfang haben wir doch nur so und so viel bezahlt und die hätten doch schon lange angemahnt, wenn das zu wenig gewesen wäre. Und ich mache das ja auch nicht umsonst als Dauerauftrag. Gut, manchmal bin ich ein bisschen schusselig, ne? Aber ich gucke da schon, bevor ich einen Dauerauftrag einrichte, sehr genau ab. Ich mag es übrigens nicht so gern, Einzugsermächtigungen zu geben. Deswegen mache ich das immer per Dauerauftrag, so ein Kram. Naja, auf jeden Fall hat er dann, sagt er, natürlich, sie haben im März oder im Februar, im März ein Jahr voll und dann fallen sie aus diesem vergünstigten Tarif raus. Na, sehen Sie, dann haben wir doch den Kasus Knacktus gefunden, weil das kann ja nicht sein, ja, weil ich habe doch immer, das völlig ohne, ja, sagt er, verstehe ich und da achte ich nicht drauf, aus so ein Kram. Naja, jetzt habe ich sie jedenfalls, aber jetzt bezahle ich 56 Euro, also 10 Euro mehr hier für Internet. Naja, wir haben aber auch so eine sehr gute Internetleitung hier. Auf jeden Fall wollte ich damit nur sagen, das ist jetzt auch ärgerlich. Aber wenn wir jetzt hier auf Dauer nicht wohnen, ich komme nicht raus. Ich habe in den Unterlagen eben durch Zufall entdeckt, dass ich noch ein Jahr Bindung habe. Also insofern müssen wir das sowieso weitermachen. Hilft ja nichts. Naja, was ich noch sagen wollte, damit habe ich mich eben die ganze Zeit beschäftigt. Die Männer sind jetzt zum Termin schon ziemlich lange. Die müssten eigentlich gleich wiederkommen. Und genau, hier muss ich mal die Gardinen wieder zuziehen. Habe ich heute Morgen alles offen gelassen. Und ja, abgewaschen habe ich, gefrühstückt haben wir. Und mein Müsli habe ich auch schon gegessen. Bin voll schon hier in Aktion gewesen. Weil gut, ich habe das extra sofort gemacht, als mein Mann mir das heute Morgen sagte. Aber sonst schiebe ich das auch gern bis zum nächsten Tag auf, weil wir ja fahren wollen, ne? Deswegen, ich will das alles erledigt haben, damit wir da nachher keine Probleme haben. Jetzt ist nur noch das eine Problem,
Er sagte, dass die jetzige Rechnung noch offen sei, aber ich habe vorgestern überwiesen, beziehungsweise der Dauerauftrag ging vorgestern ab. Na, jetzt muss ich mal gucken, ob sich das jetzt überschneidet. Ich habe den natürlich abgeändert, den Dauerauftrag jetzt auf den Betrag. Und mal hoffen, dass ich dann nicht mehr, dass da was passiert. Falls doch, muss mein Mann mir das eben Bescheid sagen, muss er, dann kommt ja wieder eine Mahnung. Ich habe jetzt keine Lust, da nochmal dann anzusuchen, ob jetzt auch alles ausgeglichen ist. Die werden ja, die schicken ja Mahnung. Was ich auch habe, dass mein Mobilfunkanbieter andauernd zu viel abzieht. Ich habe ja für meinen Sohn, weiß ich nicht, 12,99 oder irgendwie so ein Tarif. Ich habe ja nur die Partnerkarte, die war aber auch nur 3,99. Ich glaube, die ziehen jetzt auch bei mir 9,99 oder so ab. Da muss ich mich auch unbedingt nochmal kümmern. Da haben wir aber auch monatliches Kündigungsrecht. Deswegen habe ich extra ein bisschen teurer genommen. Also das ist aber auch immer mit dem Hin und Her. Und ich brauche das jetzt eigentlich ja auch nicht, diese Karte. Wenn ich jetzt erstmal fahre, könnte ich theoretisch das auch kündigen, aber das warte ich erstmal ab. Wer weiß, wann wir fahren. Ich hätte auch keine Ahnung, da nicht, dass ich hier dann ohne Handy dastehe. Das Problem in der Türkei ist nämlich, dass das da natürlich nicht funktioniert und ich brauche da sowieso eine neue Karte. Die werde ich mir dann auch holen und ja, schauen wir mal. Das wird alles klar. Mein Handy muss man dann auch irgendwie irgendwann ummelden, weil sonst wird es irgendwie gesperrt oder so. Da muss ich mich auch nochmal mit beschäftigen. Das wusste ich letztes Jahr alles, aber mein Gehirn ist so löchrig, ehrlich. Ich habe das alles wieder vergessen. Was du nicht ständig brauchst, ne, vergesse ich. Das wird weg, Computer leer und gut, das Blog habe ich auch noch nie angefangen heute. Ich bin echt luschig geworden gerade, aber ich habe auch wieder Kopfschmerzen. Also sei es mir verziehen, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Den schreibe ich nachher nochmal, das ist kein Problem. Ja, ansonsten das Wetter ist wieder ziemlich drückend und heiß. Und ja, na gut, das eine ist jetzt aber erledigt, da bin ich schon mal froh. Meine beiden Vlog-Teile sind auch genehmigt worden, nur der letzte noch nicht. Den habe ich aber schon in die Genehmigung geschickt. Da muss ich jetzt gleich mal gucken, wenn ich mit euch fertig bin. Weil ein Teil war gestern wieder, ich habe heute Morgen... Verdächtige, ich hatte ja so ein bisschen Ausschnitt gestern beim Backen und da habe ich mir schon gedacht, oh mein Gott, das kann wieder Probleme geben, weil ich habe ja gebacken. Ich habe gebackt, ja. Ich habe gebacken und da war das schon so, dass ich dann auch mal Kartoffeln weggeschmissen habe und so. Also da habe ich die erstmal in die Prüfung geschickt und die sind alle durch bis auf eins. Ne? Eins haben sie mir angekreidet, wie das habe ich gleich rausgeschmissen und dann war der zweite Vlog-Teil ein bisschen kürzer, ist aber auch nicht schlimm. Na gut, dann, ich habe drei Teile noch, ich habe noch zwei Vlog-Teile, die ich noch in die Genehmigung schicken muss. Ja, muss ich noch mal gucken. Naja, inzwischen habe ich mich damit abgefunden, aber ist trotzdem mega ärgerlich, ne? Naja, egal. Dann muss man sich halt so anziehen, ne? Ist ja jetzt auch nicht schlimm. Das Problem ist aber, ich habe meine ganzen T-Shirts, die ein bisschen, ja, wo man sagt, also das ist ein bisschen weiter und so habe ich alle mit nach Alanya geschleppt, soweit ich mich erinnere, weil ich habe sie hier nicht gefunden. Was ich hier noch habe, sind alles enge T-Shirts mit Ausschnitt. Muss ich mich tatsächlich mal kümmern, gucken, ob ich in Alanya genug habe. Wenn nicht, dann werde ich die da irgendwie, da sind aber auch nicht günstig, ne? Die Dinger sind da auch ganz schön teuer, also so ist ja nicht. Da denkt man dann immer, da ist alles sportbillig. Nee, Pustekuchen, nicht in den Touristengebieten. Und wahrscheinlich sowieso nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass überall jetzt teuer ist, da auch, wie überall leider auf der Welt. Naja, ich habe ja auch. Ne? Wir gehen nochmal an unseren T-Shirt-Schrank. Jetzt habe ich mal wieder eins von meinem Mann herausgesucht. Die sind immer am besten. Die sind nämlich ohne Ausschnitt und schön weit. Da passiert nichts mit YouTube. Na gut, so ist das. Es ist jetzt 12 und... ich denke mal, der Termin dauert so 3 Stunden, also eine Stunde vielleicht noch, dann kommen die. Ich könnte nochmal eben mit Miley rausgehen. Ich würde aber jetzt nochmal eben gucken wollen, ob das durch ist und den letzten Vlog-Teil dann auch in die Prüfung schicken. Dann habe ich alle durch. Bis 18 Uhr seid ihr auch auf jeden Fall versorgt und dann bin ich schon mal beruhigt. Ich weiß nicht, die Männer werden wahrscheinlich gehen nachher. Ob mein Mann dann heute Abend wiederkommt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Aber genau, so wird es sein und ich werde euch mitteilen, wie der Tag und wie der Stand der Dinge ist. Wenn die gehen, habe ich einiges vor, da möchte ich ein bisschen drehen, natürlich wieder Beauty, aber auch für Wolfsmama. Ich habe keine Labervideos mehr, ich muss ein bisschen was erzählen wieder, habe aber im Moment null Ideen, weil mein Kopf ist jetzt tatsächlich schon ausgerechnet auf meine Zukunft. Ich möchte gerne jetzt wissen, ob wir jetzt endlich fahren können. Mein Mann wird jetzt hier ordentlich mit Anweisungen gehen, dass das alles jetzt bald mal passiert.
Und da muss ich nochmal überlegen, wie ich von Antalya nach Alanya komme. Da müssen wir jetzt mal Bekannte anrufen, ob das dann funktionuckeln würde, ob da was zu organisieren ist. Ansonsten fahren wir mit dem Taxi oder so. Ich weiß auch nicht. Mal schauen. Hallo, nicht reinwuschen. Hier legt sich immer in die Vogelkacke und keine Ahnung, wälzt sie sich immer drin rum. Nein, nein. Ich habe sie ein bisschen losgelassen, kann sich ein bisschen austoben. Ja, ich habe Kopfschmerzen, Leute, ich weiß auch nicht. Die Männer sind weg. Mein Mann kommt aber wieder, er bringt ihn nach Hamburg und dann kommt er wieder, im Büro noch was zu tun. Ja, und dann kommen ja bald die Feiertage, also das Schlachtfest. Wir sind beiden der Meinung, dass wir hier das nicht machen werden, weil es viel zu umständlich ist. Also alles hierher und das ganze Fleisch dann wieder zurück, das ist viel zu umständlich. Letztes Jahr haben wir ja auch in Hamburg geschlachtet, das Fleisch hierher gefahren und dann hier sozusagen zerschnitten und verteilt. Aber das ist ja Blödsinn. Deswegen, ich glaube, wir werden unsere beiden Tiere in der Türkei schlachten. Es ist ja so, ich werde vielleicht nochmal ein Video zu machen, aber heute geht es mir nicht so gut. Dass jeder, der ausreichend Geld verdient, dass der schlachten muss. Und die, die nicht verdienen, brauchen auch nicht schlachten, also die kein Einkommen haben. Aber wir haben das schon immer so gemacht, ob ich ein Einkommen hatte oder nicht. Wir haben immer zwei Tiere geschlachtet, einfach um, ja, um das Ganze. Um unsere Pflichten da zu tun, auch wenn wir es vielleicht nicht hätten machen müssen, teilweise. Genau. Und also wir schlachten immer zwei Tiere. Eins für mich, eins für meinen Mann. Miley. Das haben wir bisher immer ohne Unterbrechung so gemacht. Und früher haben wir das meistens so gemacht, dass eins in der Türkei gemacht wurde, halt, dass die Verwandten für uns schlachten und dann da verteilen und dass wir das der andere dann hier geschlachtet haben, weil es auch sehr gut ist, wenn die Familie auch von dem Schlachtfleisch essen kann. Ja, mal gucken. Also meine Söhne müssen ja auch alle schlachten. Jetzt sind die alle schon groß. Miley! Und die werden ja auch schlachten. Also wird sich die Gelegenheit bestimmt ergeben, dass alle das auch essen können. Es ist immer mit dem Verteilen ein bisschen schwierig hier in Deutschland, weil es natürlich so wirklich richtig arme Menschen ja eigentlich nicht gibt. Also Menschen, die Hunger leiden, denen es wirklich schlecht geht. Und selbst natürlich gibt es viele, aber man kennt sie ja dann auch nicht immer. Wenn man wüsste, ne, wie man das dann wirklich geben kann, dann ist das auch in Ordnung. Wir haben ein paar, wo wir wissen, und aber das sind lange nicht alle Teile. Es ist immer jedes Jahr ein bisschen schwierig, die Verteilung. Und in der Türkei natürlich wesentlich einfacher, weil man kennt sich ja dort. Und dort ist der Bedarf natürlich auch richtig groß, ne? Obwohl er hier auch groß ist. Und halt, wie gesagt, man kennt halt noch nicht so jeden. Miley, pst, nein. Naja, wir schauen mal. Ich weiß es nicht, wie das stattfindet. Pst. Auf jeden Fall werde ich weiter nach Tickets Ausschau halten. Ja. Und euch dann in Bereitschaft versetzen. Ich habe auch schon gesagt, dass mein Mann jetzt anrufen soll. Hoffe, das macht er in der Türkei, damit da auch alles bereit wird. Und jetzt muss ich erstmal meine Kopfschmerzen in den Griff kriegen, Leute. Es ist warm. Aber nicht so schwül. Jetzt kommt ein Fahrrad. Moment. Miley und ich sitzen hier. Ich habe sie mal hierher geholt. Die Arme, es ist ja so warm. Nö, da ist sie jetzt bei mir sitzt. Nö, ja. Egal. Naja. Ja, ich habe meine Kopfschmerzen immer noch nicht im Griff, aber es ist jetzt 3 Uhr. Ich hatte eben Kaffee getrunken in der frischen Luft. Das hat ein bisschen, ja, war gut, hat gut getan, aber ist immer noch nicht in Ordnung. Ich hätte jetzt Hunger auf ein Stück Apfelkuchen, aber ich habe tatsächlich alles weggegeben. Also ich habe
Die Hälfte, mehr als die Hälfte habe ich meinem Schwiegersohn mitgegeben für die beiden, also für meine Tochter und für meinen Schwiegersohn können sie dann im Krankenhaus essen und den Rest habe ich dann meinem Mann mitgegeben für die Kinder. Die können ja dann auch noch jeweils ein kleines Stück essen. So viel war das ja auch gar nicht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das mehr ist, aber nee, aber ich habe auch große Stücke für meine Tochter geschnitten. Die liebt ja den Apfelkuchen. Ja, und jetzt hätte ich da drauf Hunger. Aber ich backe mir natürlich jetzt keinen Apfelkuchen mehr. Aber ich bin schon, ich habe es schon überlegt, aber ich habe auch die Zutaten gar nicht. Müsste ich wieder einkaufen. Das mache ich nicht. Ja, vielleicht backen wir uns ein paar Kekse. Wenn wir noch dicker werden. Ich hatte ja vorhin ein Stück gegessen. Hatte ich das mitgefilmt? Ich glaube nicht. Ja, was gibt es sonst zu berichten? Gar nichts. Ich sitze jetzt hier und gucke mir. Guck raus mit Miley. Und wie gesagt, Essen brauche ich heute nicht machen. Habe ich noch Nudelsalat. Wenn ich wieder stehen kann, mache ich keine Kekse. Ansonsten backe ich mir noch irgendwie Kekse oder so. Weiß es nicht. Aber ich glaube, ich habe auch keine Eier mehr. Müsste ich mal gucken. Doch, ein paar habe ich noch, glaube ich, genau. Ich hatte nämlich heute Morgen Frühstückseier gebraten. Ja, jetzt sind wieder alle weg. Bin wieder ein bisschen einsam. Nee, aber allein. Und es ist ja immer so, wenn dann wieder alle weg sind, dann finde ich immer nicht so schön. Mein Mann kommt zwar wieder, aber er ist ja halt den Tag über auch nicht da. Ne? Inzwischen bin ich da schon abgehärtet und dauert aber trotzdem immer so eine Stunde, bis das dann wieder in Ordnung ist. Naja, ich habe auch noch Linsensuppe von gestern. Bin ich eigentlich nicht bereit, die wegzuschmeißen, weil ich mag das nicht so gerne. Ich werde versuchen, mich zu zwingen, die zu essen, damit sie eben nicht im Müll geht. Und was könnte ich sonst noch machen? Ja, sonst, wie gesagt, ich wollte eigentlich Videos drehen, aber ich hab den Kopf dafür nicht. Ich habe keine Lust, weil mir der Schmerz auf dem Dötz sitzt. Würde ganz gern den erstmal loswerden. Und ich müsste ein paar Videos drehen, wie gesagt, aber das ist jetzt auch nicht so dringend. Das kann ich alles auch morgen früh machen. Wäre jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, ich habe noch für morgen ein oder zwei Videos, glaube ich, kriege ich noch raus für die Vormittagsvideos morgen. Ich habe meinen Vlog auch in vier Teile geteilt. Da bin ich jetzt gerade mal am Überlegen, ob ich das Review dazu, beziehungsweise das Resümee und Tagesabschlussvideo heute Abend dann auch noch online stelle oder morgen früh. Da muss ich noch mal ein bisschen überlegen. Ja, und dann bereite ich mich mal ganz auf Alanya vor. Ich habe nämlich keine richtigen Schuhe für den Flug. Es wird wohl so sein, dass ich fliege, wenn da nicht noch die Jungs sagen, dass sie doch auch noch mitfahren wollen. Da muss ich mal gucken, aber ich glaube nicht. Die Jungs, wie gesagt, die einen Smart haben, das wäre möglich, dass die fahren, aber mit dem Smart, da gehe ich nicht. Das funktioniert nicht. Und insofern müssen wir mal gucken. Und ich brauche ein paar Schuhe, wie gesagt. Ich würde gerne so ganz leichte weiße Sneakers mir holen. Ich habe so viel Schuhe, echt alle im Lager. Ist mir gestern auch nicht eingefallen, sonst wäre ich nochmal mit meinem Mann hin. Aber ehrlich gesagt, wer sucht da jetzt stundenlang im Lager rum, da hatte ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so Bock zu. Deswegen, selbst wenn es mir eingefallen wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, egal. Ja, so ganz leichte Sommersneaker, wisst ihr, so ganz günstig, aber schon auch. Ich möchte auch, wir hatten ja gesucht, ne, in Bad Oldesloe, wisst ihr noch. Aber ich will aber auch keine Mischschuhe haben. Also meinetwegen schwarzer Stoff, sollen schon so Stoffschuhe sein, weil für Alanya ist alles viel zu schwer und zu warm. Ich hätte aber gerne. Ich hatte, als ich letztes Mal da war, ja von Chapeau. Falls ihr euch erinnert, ich habe die oft auch angehabt, als ich die Videos gedreht hatte, damals noch bei meinen Vlogs in Hamburg. So ganz leichte
Sneakers, Stoff und weiß. Also wie gesagt, ich will keine Misch, also kein schwarzer Rand und weißer Stoff oder weißer Stoff und schwarzer Rand oder wie auch immer und kein Zeichen in weiß und der Rest in schwarz oder schwarz und weiß und schwarz Zeichen oder so, sondern einfach total weiß, ja. Aber dann auch nicht so klobig, sondern eher so leicht und nicht so viel Schuh, sondern einfach so wenig wie möglich Schuh. Ja, das hätte ich jetzt ganz gerne. Und dann muss ich erstmal suchen. Ich will jetzt auch kein Vermögen dafür ausgeben. Ich weiß aber, dass die Schuhe auch in Alanya nicht so billig sind. Also ich glaube, ich hatte letztes Jahr mal geguckt, die haben da auch so 15 € oder 10 € gekostet. Die haben mir alle nicht gefallen. Deswegen, ja, Chapeau wäre jetzt meine Wahl, aber den habe ich hier nicht. Und ich glaube, die haben auch keinen Online-Shop, soweit ich hatte schon mal geguckt, weil ich die Schuhe wieder wollte. Und diese Schuhe hatte ich mir damals in allen Farben gekauft. Ich habe sie mir in Rosa gekauft, in Weiß, in Schwarz. Und die in Weiß, die habe ich tatsächlich in Alanya hinbekommen, dass sie kaputt gegangen sind. Wie auch immer ich das hingekriegt habe oder gemacht habe. Wenn ich in Alanya bin, werde ich auch mal versuchen, die Straßenkatzen, die da alle rumlaufen, auf mein Grundstück zu locken. Letztes Jahr hatte ich schon angefangen, da hatte ich so zwei Katzen und vorletztes Jahr auch, denen ich immer Futter gegeben habe. Dann kommen die nämlich immer. Das ist deswegen ganz gut, weil Schlangen in Alanya die Katzen, die Katzen verjagen die Schlangen. Also dann kommen keine Schlangen aufs Grundstück. Katzen passen da auf. Muss ich mal gucken, dass ich heute diesmal, wenn ich da bin, wieder ein paar Katzen anlocke, dass die dann öfters mal vorbeikommen. Genau. Und ansonsten habe ich, wie gesagt, außer Planung für Alanya nichts. Ich wollte für meine Kamera noch so ein Dingsgurt holen, dass ich die Kamera quasi hier an meinem Körper befestige. Ich will nämlich unbedingt immer ein paar Bilder von Alanya machen, weil ich finde das immer sehr interessant, so zu gucken, wie die Straßen dort sind und wie der Strand. So dann beim Spaziergang würde ich die Kamera gerne am Körper tragen, sodass ich sie euch dann immer hochladen kann. Also dann würde ich das so machen. Und da habe ich richtig Bock drauf. Das heißt, dafür brauche ich so eine Halterung für meine Kamera, weil ich kann ja nicht immer das Handy so in die halten, ne? Das ist viel zu anstrengend, nervig und bei der Hitze schon mal überhaupt nicht möglich. Deswegen würde ich sie gerne an den Körper befestigen. Dafür brauche ich aber so eine Halterung. Die hätte ich mir eigentlich gestern schon bestellt und am Wochenende. Aber ich wusste ja nicht, ob mein Mann mich nicht doch mitnimmt. Deswegen habe ich das noch nicht bestellt. Da habe ich eben mal geguckt. Das werde ich eben bestellen. Das müsste so in 2, 3 Tagen ankommen mit Amazon. Und noch weiße Schuhe. Und das werde ich jetzt alles mal in Angriff nehmen. Ich koche mir noch einen Kaffee. Und mein Hund, der bleibt jetzt hier liegen. Ist mir egal. Darf jetzt hier auf die Sessel. Ja, und ansonsten, wie gesagt, ich habe nicht viel vor heute und ich habe auch eigentlich so gar nicht so Lust. Mir ist einfach, das sitzt da so drauf, wisst ihr, und dann drückt das so runter und dann kannst du gar nicht richtig denken. Naja, man sieht auch wieder ganz schön, wie doll die Haare rauswachsen. Wir hatten heute Morgen noch kurz Besuch von den Bekannten hier. Das war auch ganz süß. Ja, genau. Und jetzt werde ich mich mal auf die Suche bei Amazon machen. Meine Videos um 8 und um 9 darf ich nicht vergessen, weil die sind noch nicht durch. Also die sind durch, die sind genehmigt, ein Glück, da muss ich mich da auch nicht beschäftigen. Aber ich habe sie noch nicht bestückt mit Thumbnail und Titel und all so einem Kram. Aber das ist kein Problem, das kriege ich dann nochmal hin. Ich darf es nur nicht vergessen, ne? Weil sonst habt ihr keine Videos gleich. Aber jetzt gucke ich erstmal nach meinen Geschichten. Alles andere hatte ich heute Morgen auch schon erledigt. Es sind halt nur noch diese beiden Videos und die mache ich gleich noch schnell fertig. Ja. Frau Nachbarin holt gerade ihre Tochter ab. Es ist ja so, dass du hier nicht. Es gibt hier zwar Schulen, es gibt hier eine Grundschule und es gibt am anderen Ende des Dorfes auch eine Schule bis Klasse 10. Aber alles, was über Klasse 10 ist, dafür muss man in ein anderes Dorf fahren, beziehungsweise nicht nur in ein anderes Dorf, sondern man muss 3, 4 Dörfer weiter und das ist ganz schön weit. Also da fährt dann immer der Bus hin und ich nehme an, dass Mama die dann immer von der Bushaltestelle oder wo auch immer abholt, weil die fährt, jeden Morgen fährt sie ihre Tochter hin und holt sie nachmittags wieder ab. Ich glaube, der große Sohn, der macht das allein. Ich weiß auch nicht, was der macht. Die hatten mal gesagt, dass beide zur Schule gehen. Ich glaube, der macht alleine, aber Tochter holt sie immer ab. Ja, so viel dazu. Und ja, liebe Leute, ich bin so ein bisschen
wehmütig, weil das Ganze hier jetzt zu Ende geht, ne? Ich merke das schon.